Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit Preußen. So, und wir können hier die Runde beenden und schauen mal, wie es spannend weitergeht. Natürlich wieder etwas schneller, bitte. Jetzt. Ah, die Briten sind hier auch unterwegs, okay. Unsere beiden Schiffe auch. Unser eines Schiff ist sehr schnell unterwegs. Es ist ja dasselbe Schiff. Es ist ja auch ein Ostindienfahrer, aber vielleicht liegt das wirklich an der Armee, die auf dem anderen Schiff drauf ist. Es würde ja Sinn machen, dass es dann auch langsamer ist wegen der Ladung, sage ich jetzt mal. Ich bin übrigens mal gespannt im Krieg zwischen Polen und Österreich, ob da Provinzen abgenommen werden und wer die Oberhand hat. Aus Erfahrung gibt es da keinen Vernichtungskrieg. Es geht höchstens mal eine Provinz flöten. Wenn es gut läuft, zwei für einen. Das war es dann eigentlich schon. Da ist die KI leider nicht so schlau, wie man es erwarten könnte. Hier sehen wir übrigens schön Schottland. Schönen Bauernhof im Jahr 1702. Gut. Der Weg ist versperrt, was? Ja, jetzt müssen wir das mal so wieder machen. Nichts ist hier versperrt, mein Freund. Du fährst hier mal weiter. Wenn wir doch schon mal dabei sind, dann schicken wir doch den hier auch direkt weiter. Unsere. Ach nee. Ah, okay, doch. Unsere Armee ist hier doch schneller. Okay, hat es doch keinen Einfluss darauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir wieder was erforscht. Den Empirismus. Und diesmal machen wir aber nicht, denke ich, weiter. Ja, das brauchen wir jetzt einfach noch nicht. Das brauchen wir einfach noch nicht. Wir brauchen jetzt wichtigere Dinge. Ja, die Zufriedenheit ist mir zu gefährlich. Ich würde am liebsten jetzt, auch wenn es länger dauert, weil der Typ kein Aufklärer, also ein Aufklärer ist und eher weniger mit der Industrie zu tun hat, ich würde eher hier das bauen. Oh, das sinkt aber auch die Zufriedenheit. Aber ich möchte mehr Bauernhöfe bauen. Dauert drei Runden, ihr seht, es dauert länger. Obwohl es so eine Anfangstechnologie ist, die nicht so lang dauern sollte. So, die Österreicher haben ja immer noch ihre ganzen Flaggen. Ja, da freuen sie sich. Das macht die KI immer gerne. Diese einzelnen Einheiten ausheben. Hier in Warschau ist eine große, naja, einigermaßen große Armee, sage ich jetzt mal, stationiert. Wir behalten immer mal die diplomatische Lage im Blick im Westen. Ja. Hannover ist hier irgendwie. Das sind die auch mit den Niederländern und mit den Briten verbündet. Die Dänen sind mit Russland verbündet. Das ist natürlich auch blöd. Das ist natürlich auch blöd. Die haben hier auch noch Island übrigens. Ach, und Norwegen hatten sie ja auch mal, aber das wurde von den Schweden erobert. Sind die im Krieg miteinander? Ja, auch mit den Russen, okay. Das ist interessant. Oh Mann, das ist so eine kleine Armee. Ich würde mir so gern Kopenhagen sichern, aber ein Krieg mit den Russen, nicht klar, die würden uns jetzt nicht hier so leicht angreifen können. Die Schweden sind hier auch ganz gut vorgerückt, aber man kriegt so schwer wieder einen Frieden hin und es ist. Schade. Schauen wir einfach mal. Wir schauen einfach mal. So, wir. Sollen wir noch ein bisschen was bauen? Bauen wir noch eine Miliz und eine normale Einheit. Und mehr baue ich jetzt hier erstmal nicht und spare mein Geld. Ich kann euch sagen, wir werden das brauchen, das Geld für die Zukunft. Das kann ich euch versprechen. Ja, ich orientiere mich eigentlich immer gerne nach Westen. Aber die Bündnislage ist derzeit sehr ungünstig für uns. Ich meine, klar, wir könnten jetzt Österreich den Krieg erklären, dann haben wir aber halt auch seine verbündeten Länder. Deswegen warte ich immer gerne, dass die uns den Krieg erklären. Genauso bei Polen. Wir halten still. Wir bauen unsere Wirtschaft auf. Wir bauen unser Militär auf. Wir werden immer stärker und mächtiger. Und dann im richtigen Moment, Leute, werden wir zuschlagen und werden expandieren. Das ist der Plan. Und wir kümmern uns ja schon um unsere Kolonien. So. Hannover macht ein paar Militärübungen, wie wir links gesehen haben. Ah, die Österreicher haben ihre Armeen ein bisschen zusammengezogen, aber alles an unserer Grenze, das finde ich nicht gut. Ich meine, die können uns gerne angreifen. Oh, was haben wir hier? Ein neuer Erbe. Friedrich Wilhelm, Leute, wir haben einen neuen Erben.
Der königlichen Familie wurde ein strammer Sohn geboren. Es wird als ein starker und edler Erbe den Thron besteigen. Sehr gut. Hier, der Erbe von Friedrich dem Ersten. Schön. Es passiert übrigens nur relativ selten, dass hier ein Monarch stirbt. Wo es aber immer passiert, ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder war es Spanien, ich glaube, boah, entweder Spanien, Frankreich oder Österreich. Und da gibt es dann den Erbfolgekrieg. Das ist interessant gemacht hier, muss ich sagen. So, wie immer mal der Blick. Da verändert sich leider nichts. Da verändert sich leider nichts. Wenn wir hier was bauen. Ah ja, wir können jetzt hier noch unser königliches Observatorium bauen. Sehr schön. Machen wir natürlich. Ah, ja, wir sollten vielleicht auch unsere Armee mal reinschicken. So. Wir wollen nach Nord- und Südamerika bitte mit der Armee. Und wegen der anderen müssen wir mal schauen. Gehen mal kurz alles durch. Brasilianische Küste. Das dauert kurz. So. Handelsposten. Okay. Was haben wir hier? Elfenbeinküste. Ja, ich glaube, hier sind immer ziemlich viele Piraten gewesen. Aber das weiß man halt nie. Das ist das Problem. Straße von Mosambik. Ja, ich bin es aber immer zu faul, noch eine richtige Flotte gegen die Piraten mitzuschicken. Ich mache das immer sehr auf Risiko. Nee, ich würde sagen, wir schicken sie mal zur brasilianischen Küste. Unser eines Schiffchen hier noch. So. Da kann sie hoffentlich ein bisschen handeln. Also das Schiff, sie. So, wir haben gutes Geld. Wir haben eine schöne Armee. Bauen noch eine Miliz. Die Miliz soll halt, sag ich jetzt mal, in der Stadt zurückbleiben, oder wenn wir irgendwo Einheiten, billige Einheiten brauchen, ist das immer nicht dumm, solche noch zu haben. Und wir wollen jetzt nicht eine Riesenarmee aufbauen, sonst kriegen wir ja monatlich kein Geld mehr. 4000 monatlich ist, denke ich, ziemlich in Ordnung. Ja, und hier sind die Österreicher unterwegs. Sie könnten versuchen, Danzig zu erobern. Das wäre eigentlich perfekt, weil dann könnten wir ein Bündnis mit Polen machen, weil wir wollen eigentlich von Polen eigentlich jetzt derzeit nur Danzig. Das ist extrem wichtig strategisch für uns. Und wenn sich die Österreicher da schnappen können, könnten wir vielleicht sogar überlegen, den Österreichern den Krieg zu erklären und Bündnis mit Polen zu machen. Aber vorher leider nicht. Ich meine, wir könnten mal hier anfragen, ob wir es abkaufen können. Aber ich glaube kaum, dass. Also, das machen sie eigentlich nie. Bündnis. Provinz. Danzig. Es gibt auch dafür Technologien. Eine fette Bezahlung von 6000. Das machen sie eh nicht. Diese Vorschläge sind von geringem Wert, werden deshalb abgelehnt. Ja, war ja zu erwarten, war ja zu erwarten. Gut, dann geht's in die nächste Runde. Auf. So, wir beobachten hier die Lage gespannt. Ja, die Österreicher haben nichts gemacht in die Richtung. Die trauen sich anscheinend auch noch nicht so richtig. Polen haben anscheinend auch nichts Großes gemacht. Die Schweden. Ja, die Schweden sind immer stark auf dem Vormarsch. Muss man denen lassen. Die 13 Kolonien und Louisiana, die gibt es noch. Aber wie gesagt, nicht mehr lange. Die KI bekommt da leider einen großen Vorteil. Hannover. Ja, das würden wir uns auch gerne holen, muss ich sagen. Aber die haben zu gute Bündnisse. Gegen den Briten gehe ich sicher nicht in den Krieg. Gegen die Niederländer würde ich es schon machen. Die sind keine Herausforderung. Die Briten hingegen schon, weil wir wollen ja Kolonien haben. So, die Barbaresken wollen Frieden. Ha. Und wollen von uns 2000. Haben die Technologien? Nein. Wir schauen mal, ob wir was verhandeln können. Ich meine, die stören uns zwar nicht, aber Frieden ist immer gut, deswegen probieren wir es mal mit 1000. Die wollen echt 2000. Wir probieren noch einmal 1500. Würde ich jetzt übrigens 800, also weniger als mein vorheriges Angebot fordern, dann wäre die Diplomatie hier direkt zu Ende. Also man muss hier wirklich sich annähern.
Aber die bleiben felsenfest. Na gut, wir machen Frieden mit euch, so. Freut euch, barbaristischen Staaten, das sind übrigens die hier unten. Nordafrika. Und Leute, wir haben den imperialen Palast in Brandenburg erbaut. Ein Palast, der fast zu herrlich ist, um wahr zu sein. Erbaut, um die Welt in Staunen und Neid zu versetzen. Den Rest könnt ihr euch gerne noch durchlesen. Friedensvertrag, genau. Eigenschaften erhalten. Oh, eine Flotte kommt an. In Nordamerika. Ja, natürlich im Nord. Ihr wisst schon, wir haben die nach Süden geschickt, oder? Aber ich meine, wenn wir schon mal hier im Norden sind. Mein eigentlicher Plan ist ja, hier die Cherokee anzugreifen. Da haben wir viel mehr Gebiete zum Erobern. Aber ich meine, die Inuit, es ist zwar sehr nördlich und kalt und nicht sehr lukrativ, aber was soll's. Ich habe nur mal ein bisschen Angst, muss ich sagen. Nicht, dass sie hier zu stark sind, zu mächtig. Wir schauen uns das an. Oh. Ja, oder sie haben gar keine Armee hier, weil sie irgendwo anders angreifen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Haben die Verbündete? Nee. Dann erklären wir doch gleich mal den Inuit den Krieg. Krieg, das ist ein guter Tag zum Sterben. Wie eure Krieger bald wissen werden, das glaube ich nicht. Wir brauchen eine Runde. Jetzt habe ich Angst, dass die hier mit einer Armee zurückkommen, aber meistens greifen die hier nämlich an. Die wollen unbedingt Neufundland erobern, die Inuit, von den Franzosen. So, dann gehen wir mal zurück nach Brandenburg. Dann haben wir noch eine Miliz gebaut. Wir scheffeln weiter ein bisschen Geld an und Technologien. Wir müssen noch eine Runde warten, dann können wir unsere zwei Bauernhöfe, die wir haben, ausbauen. Übrigens, was ich auch ganz vergessen habe, euch zu erzählen, was ich sehr schön finde in Empire Total War, was es leider in Europa, in Napoleon Total War nicht mehr gibt. Städte können sich hier entwickeln und wachsen noch, zum Beispiel Wismar, in 9 Runden. Wir können diese Sachen beschleunigen, wenn wir die Steuern senken oder gar ganz aussetzen. Wir schauen mal hier. Oh, hier wachsen die Städte gar nicht. Ja, 37 Runden zu lang verzichten wir nicht auf das Geld. Aber in Brandenburg, ihr habt gesehen, Wismar 9 Runden. Was ist, wenn wir jetzt hier die Steuern befreien? Also klar, wir machen ganz, ganz wenig Geld nur noch. Wir können das hier mal vergleichen. Aber schaut mal. In 3 Runden hätten wir dann schon Wismar, anstatt 9 Runden zu warten. Das machen wir. Wir haben genügend Geld, da können wir mal ein bisschen auf das Geld verzichten. Bin ich jetzt mal der Überzeugung. So. Immer noch mit den Briten. Das ist doch. Wir könnten mal überlegen, ob wir Bündnisse machen wollen. Ha, mit wem ist die Frage? Mit den Briten? Aber wenn die in den Krieg kommen. Ha, das ist halt immer das ist immer das Problem. Wieso mögen uns die Schweden nicht? Ja, gut, da gibt es historische Rivalitäten. Ja, historische Streitigkeiten minus 68. Schön. Die Polen mögen uns eigentlich. Ja, wäre dann nur nicht Danzig, würden wir sie auch mögen. Die Russen sind verbündet mit Polen sogar und mit Dänemark. Ja, mit Dänemark. Krieg mit Schweden. Ach, das ist immer so vertrackt hier. Die Bündnissituation. Ich will halt nicht, dass uns jemand mit in den Krieg ruft. Das ist meine einzige Sorge. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich hier keine. Bündnisse mache. Wenn wir irgendwann angegriffen werden, stehen wir halt alleine da. Aber ich meine, wir haben eine starke Armee, um uns gegen wen auch immer zu verteidigen. Die Österreicher halten anscheinend noch gut still. Wollen uns nicht angreifen. Sie werden halt auch stärker mit ihren Armeen. Aber wir bleiben ruhig. Keine Sorge, die Schlachten wird es noch geben. Also. Die wollen hier Frieden. Und uns dafür 650 Gold geben. Also, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, wir machen das, um die 650 Dinare einzustecken. Und dann erklären wir ihnen gleich wieder den Krieg. Das würde mir aber erstens Zeit kosten. Zweitens könnten sie ja ihre Armee hinbringen, zu ihrer Stadt zurück. Und drittens würde das meinen Ruf stark verschlechtern, wenn ich gleich wieder dann den Krieg erkläre. Deswegen lehnen wir ab. Wir haben ehrlich gehandelt, eure Ablehnung liegt schwer auf meinem Herzen. Ja, das tut mir leid. Ihr lieben Irokesen, ihr werdet die erste preußische Kolonie sein in Nordamerika. Bayern. Ja, das Problem ist halt, die kleinen Staaten werden halt auch immer stärker und bekommen mehr Einheiten, umso schwerer werden sie zu erobern sein. So, wir haben einen neuen Agenten, einen Edelmann. Das ist sehr wichtig, den schauen wir uns direkt mal an. Johann Friedrich Bodgar. Was hat denn der? Industrie? Und Industrie, ja, okay. Sehr gut.
Du wirst an unserer Industrie dich drum kümmern. Also gut, wir können. Ihr seht schon, es wird dadurch schon mal besser. Das können wir, denke ich, direkt mal noch machen. Oder machen wir vielleicht Miss Spinning Jenny? Ah, da brauchen wir Arbeitsteilung. Ah, nee, wir machen jetzt, wenn wir eh einen Industriemann haben, noch ein bisschen Industrie. So, Erfindung der Ori. Okay. Gefeierter Uhrenmacher, schön. So, genau, wir haben jetzt hier die Einfriedung des Gemeindelandes erforscht. Wir haben unser Gebäude hier gebaut. Und dann bauen wir hier mal unsere drei Bauernhöfe, die wir insgesamt haben, aus. Pachthöfe. Mehr Bevölkerungswachstum, mehr Provinzwohlstand. Das ist alles wunderbar. Und der dritte in Ostpreußen. Sehr gut. Konnten wir wieder mal ein bisschen was ausbauen. Oh, was? Das habe ich noch nie gehabt in der frühen Phase, Leute. Die Niederländer. Die Vereinigten Provinzen wurden vernichtet. Die Provinzen sind an den Feind gefallen. Was? Also Leute, das ist echt ein verrücktes Spiel. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass die KI die Niederländer erobert hat. Und vor allem hier die Franzosen. Wow. Und sie haben auch Flandern. Was? Sind mit den Spaniern verbündet. Deswegen konnten sie meistens nicht die Niederländer angreifen, weil die Spanier eben immer Flandern hatten. Aber wahrscheinlich, ich habe jetzt leider nicht aufgepasst, wahrscheinlich war es so, dass die Niederländer Flandern erobert haben, dann haben die Franzosen wieder Flandern erobert und dann Amsterdam. Das ist ja echt bitter für die Niederländer. Aber, Leute, das gibt auch interessante, ja, es gibt interessante Dinge auf. Portugal wurde auch vernichtet. Meine Güte, das ist ja die Folge der Vernichtung von Ländern hier. Die Spanier haben sich auch ausgebreitet und unsere Flotte kommt an. So, wenn wir jetzt ein bisschen Pech haben. Sind da schon Schiffe? Ja. Da noch nicht. Sehr gut. Bisschen Handel machen wir hier jetzt auch. Habe ich leider nicht aufgepasst, wie viel, aber wird bestimmt schon was sein. So, jetzt schauen wir aber mal zu den Inuit. Die haben hier immer noch 0,0. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt es mal eine erste Schlacht gegen die. Ja, die Bevölkerung der Inuit hier. Das wird jetzt keine große bombastische Schlacht, aber ich denke, nachdem wir jetzt lange Zeit keine Schlacht haben, in der nächsten Folge könnt ihr euch auf eine Schlacht freuen gegen die Inuit mit den Preußen. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Gaius Julius Caesar.